So, da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer. Ja, Wingardium Leviosa. Bitte was? Bitte was? Ich hatte gerade den Lautsprecher zu, ich habe nichts gehört. Mir fällt hier gerade ein echt witziger Bug auf. Wenn man diese Objekte werden in der Map gespeichert, wenn man sich außerhalb des Bereiches rausbewegt und die Blöcke praktisch als inaktiv markiert werden, dann werden ja die Entities innerhalb dieses Blocks mit gespeichert. Und wenn der Wert zu hoch ist, dann funktionieren diese Drawer nicht mehr wirklich. Wenn man hier Items reinpackt und die dann wieder rausnimmt, dann sieht die Items zwar raus, aber das Bild bleibt vorhanden. Ich glaube, da muss ich diese maximale Objekte pro Block mal wieder ein bisschen runtersetzen. Na gut, interessant. Lass ich das mal so. Okay, gut. Jetzt die nächsten Dörfer für Nahrung. Ich brauche Holz, genau. Das da. Dachte ich schon, er fährt den Server und da ändert was direkt. Nee. Nicht, dass der Server dann irgendwann aufräumt und einfach mal alle Bilder weg sind. Eben, die Sachen, die werden normalerweise neu generiert, sobald man sich dann wieder in den aktiven Block bewegt, gucken ja die Dwarver, ist was da, wenn nicht, wird es wieder generiert. Genauso wie bei den Schildern. Die bekommen dann ja ihre Schrift auch wieder. Nur das Problem ist halt, erstens, sie müssen dann halt wieder neu generieren. Das braucht erstens ein bisschen Rechenleistung. Vor allen Dingen aber in dem Moment, wo die Blöcke oder wo die Sachen verworfen werden, wenn man sich aus dem Block rausbewegt, spammt das halt meinen Log extrem voll. Weswegen ich das halt ein bisschen hochgesetzt habe, aber ja. Damit scheint denn das alles hier ein bisschen buggy zu sein. Von daher ist mir ein vollgespammtes, ja, Log etwas lieber als Dwarver, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Ja, das ist natürlich wahr. Ich habe eben mal zum Spaß Status eingegeben, Lack 3,0 Black. Bei mir geht es jetzt gerade echt gut, aber mir ist auch schon aufgefallen, irgendwie heute sind ab und zu so kleine Passagen drin, wo er dann mal so ein, zwei Sekunden hängt. Vielleicht weil es so warm ist, keine Ahnung. Oder aber vielleicht weil ihr in der Nähe von ein paar Monstern seid. Gute Frage, weil mein Server, der ist doch ab und zu ganz schön ausgelastet. Obwohl nur der Ja, wir Server bauen hier uns da gerade runter, läuft. es wird ja die ganze Zeit Ja, klar, stimmt, ja, generiert. ja eben, der Map-Gen, ich schon wieder, klar. Ja, Also das ist hauptsächlich natürlich. Linux macht Web, er läuft recht schnell. Ich mit meinem Runtergraben, da 16 Blocks, dauert fast eine Minute. Ich erkunde hier so ein bisschen die Höhle und hole so ein bisschen Materialien. Ja, eben. Das ist halt der Nachteil an so einem jungen Server, wenn die ganze Welt erstmal generiert werden muss. Das zieht natürlich Leistung, klar. Gut, dann wäre das erstmal geklärt. Ja. Davon merke ich in meinem kleinen Ein-Node-Raum gar nichts. Ist vielleicht ein bisschen eng, um da was machen zu können. Ach so. Der Moment, wenn du mit deiner Maus überhaupt nicht klarkommst, eine Kiste anvisierst, sie öffnest, denn die Kiste daneben anvisieren möchtest, aber die übernächste anpeilst,
die dann öffnest und weil du dann wieder die eigentliche mittlere Kiste anpeilen möchtest, dann aber wieder zu weit zurückgehst und wieder die erste anpeilst. Und du erstmal 50 Versuche brauchst, bis du die Kiste öffnest, die du öffnen möchtest. Meine Maus mag mich nicht. So, okay. Hilfe. Musst du schon wieder überall reinfallen? Ich werde schon wieder von mehreren Viechern gleichzeitig attackiert. Okay, dann kann ich die Agentur, nicht jetzt erstmal. Dann kann ich jetzt die Bezahlung an die Agentur wegschicken, erfolgreich. weiß ich nicht. Ich würde das Geld zurückverlangen. Das war effektiv hier. Bist du tot? Nö, aber es war eine effektive Tötung und es war sehr ergiebig. Eine effektive Tötung. Digga, meine Tötung war so effektiv, der Typ ist sogar zweimal gestorben. Der hat das gar nicht gemerkt, dass er tot ist, er läuft nur weiter rum. Erstmal tweeten. Bin ich jetzt tot? Fragezeichen. Hashtag YOLO. Hello from the other side. Oder irgendwie so. Wieso muss die Höhle so groß? Ist doch schön, wenn du mit mir hier unten auf die Füße trittst. Ich merke das schon. Oh, hier ist eine Wand. Wow. Eigentlich, ich habe 64 Eisen dabei, könnte ich mir eigentlich endlich mal Eisenspitzhacken bauen. Ich bin ja so sparsam und arbeite mit Holz. Oh, auch noch Holz. Nicht mal Stein? Das ist ein bisschen zu sparsam. Ich meine Stein, Versprecher. Ach so, Stein, ach so. Ja. Aber ich wollte unsere Ressource nicht einfach für so einen profanen Minenbau verschwenden. Ach was. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Ich weiß gar nicht wie viel, aber... Suche Eisen und Echse, bitte warten. Ach da. Also hier oben an der Oberfläche haben wir 87 Eisen. Und 65 Kupfer und aus dem ganzen Kupfer und Zinn mache ich mal gleich mal hier ein bisschen Bronze, weil Kupfer und Zinn alleine bringen so nichts. Die bringen nur was in Kombination als Bronze. So. Wenn ich gleich hochkomme, dann haben wir so ein, zwei Stacks mehr. Kannst du soweit machen, klar. So, also hier oben haben wir jetzt 87 Eisen und 73 Bronze. Also, ich glaube, für jeden eine Rüstung aus dem jeweiligen Material ist bereits drin. Was für Rüstung braucht man Ich habe mich schon im Zwischenlager bedient, damit ich hier unten etwas sicherer bin. Na eben, für eine komplette Rüstung mit Schild braucht man 32 von jeweiligen Item. Das heißt also, ja, für alle drei zusammen brauchen wir 96 pro Element. Und das kriegen wir locker zusammen. Nur eben. Dann haben wir praktisch das eine Material für Rüstung und das andere Material haben wir dann noch als Vorrat für Werkzeuge. Ja, wie sehen denn überhaupt die Pläne weiter aus, was zu bauen? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, welche Mods hier so grob installiert sind, dass wir uns auf irgendwas einrichten, was dann Ressourcen richtig verschleißt. Na, Ressourcen richtig verschleißen, soweit eigentlich nicht wirklich. Ansonsten hatte ich
persönlich kam mir heute früh beim Scheißen die Idee, praktisch, wenn man hier so ein Grundstück hat, also so ein viereckiges Grundstück, dass man praktisch in dieses Grundstück so eine kleine Kuhle baut und dann darüber praktisch eine schwebende Insel, die untenrum genau die gleiche Form hat wie diese Kuhle darunter, sodass es praktisch aussieht, wie als wenn ein Stück aus der Erde rausgerissen wäre und oben darüber schwebt, wie so eine kleine schwebende Insel als Grundstück, wisst ihr? Kann ich mir vorstellen, ja. Und das würde ultra geil kommen wahrscheinlich. Und ja, das habe ich mir so heute früh so ein bisschen überlegt. Ob ich das heute noch schaffe, wahrscheinlich eher weniger, aber das wäre dann auf jeden Fall was fürs nächste Mal. Wobei ich sowieso mal gucken muss, ich glaube nächste Woche wird es bei mir erstmal nichts, weil Doom Sigil kam raus jetzt. Das heißt also, die nächsten Wochen werde ich dann erstmal wieder Doom aufnehmen und dann nur meine normalen Mindset-Let's Plays machen. Ich meine, zweimal Gruppen-Let's Play Special habe ich ja jetzt erstmal schon. Von daher muss ich sowieso gucken, wie das denn erstmal weitergeht. Neue große Höhle unter 650, hänge über dem Abgrund fest, sehe aber in der Tiefe irgendwo diese Pilze. Klein gerade wie vorgelesen. Ja, jetzt wäre die Frage, wenn man die Pilze erkennen kann. Achso, wenn ich jetzt die Sichtweite variiere, dann könnte ich nachprüfen, welche Fallhöhe ich hätte. Ja, rein theoretisch schon. Nur ist halt nicht so genau, weil ich weiß nicht, also ist ja immer das, dass er ganze Blöcke einblendet oder nicht erblendet. Heißt also, muss man wirklich gucken, wenn die ab 300... Bei 70 sehe ich nichts, bei 80 sehe ich den Grund zu tief. Definitiv, ja. Das würde wehtun. Ananas! Das ist jetzt ein neuer Vorschlag für eine API oder für eine Mod in Mindtest, genau. Höhenmesser oder wie? Nein, Stromschläge, wenn man geschlagen wird oder stirbt. Ach so. Ach übrigens, ich habe letztens herausgefunden, wie man hier Ananas, wie man hier mit Ananas umgeht. Weil bei Ananas gibt es ja keine Samen und die Ananas selber kann man auch nicht einpflanzen oder so. Sondern Scheiben machen. Genau. Scheiben machen, dann bekommt man im Inventar diese Ananasköpfe bekommen. Bekommt man denn? Darauf musste erstmal kommen. Ich habe bestimmt gesucht, wie man da irgendwie an Samen rankommt oder wie man die einpflanzen kann. Ja, ich wohne hier, wo Ananas wächst. Und meine Tochter und ich haben auch Ananasfelder besucht und haben das dann live gesehen. Und daher war mir das dann klar. Ist ja voll unfair. Wissen ist immer unfair, von einer Seite aus. Oh, wir haben Hanfblätter. Können wir in den Drogenmarkt einsteigen? Nur medizinisch. Also das kommt ja nicht in Frage. Dann machen wir halt einen medizinischen Drogenmarkt auf. Ist mir doch egal. Einfach so ein Drogendealer mit einem Doktorkittel um. Ja, ist alles rein medizinisch. Jetzt rauch erstmal ein und beruhig dich. Du bist ja eigentlich recht nah an der Wahrheit. Guck doch mal an, wie schnell Schmerzmittel genommen werden. Ja. Und das hast du sogar bald im Fernsehen veröffentlicht, aber du erinnerst dich vielleicht nicht dran. Kann auch daran liegen, dass ich Fernsehen nicht so sehr gucke, aber ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die Ärzte viel mehr verschreiben, als eigentlich gesund ist. Einfach, weil wir dafür Geld bekommen und da eine riesige Lobby hintersteckt, die halt ihre Produkte verkaufen möchten. Ich meine, als Drogenmissbrauch. Da gab es mal eine Werbung, die habe ich echt gehasst. Eine junge Frau sitzt auf der Couch, hat ein Telefon in der Hand und unterhält sich mit der Freundin about, ob man in die Disco geht oder nicht. Und sie sagt, sie hat so Kopfschmerzen. Und dann kam der Spruch, Spalt schaltet den Schmerz ab und sie geht zur Disco. Und das ist genau das, was nicht sein darf. Ja, das ist wohl wahr. Es ist sowieso schlimm, was überhaupt alles so erlaubt ist, was man so alles in Werbungen sagen darf und wie weit sich mittlerweile die Werbung von den reellen Produkten, sage ich jetzt mal, unterscheidet. Und das ist einfach immer noch legal. Das ist, also ich möchte jetzt hier keine Beispiele nennen, aber ich glaube mal, jeder, der schon mal Werbung gesehen hat im Fernsehen, weiß eigentlich, wovon ich rede. Das sind einfach Welten dazu. Verleiht Flüge. Das geht ja noch, das ist ja einfach ein Werbespruch, der ist witzig gemeint, da weißt du sofort, okay, das stimmt nicht, das ist einfach nur, weil es so ist, aber manchmal verkauft ja Werbung wirklich etwas, wo du denkst, okay, das ist so,
Und im Echten ist es dann komplett anders. Gerade wenn man jetzt irgendwelche ja, Produkte hat, wie ja, was vorsichtig, was, sonst braucht man einen langen Piep. Ja, ne? Stimmt doch wieder. Okay, lassen wir am besten an der Stelle. Wie gesagt, ich glaube mal, jeder, der sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, was ich meine. Das ist schon echt schlimm teilweise. So. Ach, unser unbekannter möglicher Baumeister ist on. Ah! Siehst du, so viel, wie wir gerade über Werbung geredet haben. Haben wir gerade Werbung für Werbung gemacht? Oh mein Gott. Werbung für Werbung machen andere doch auch. Ich habe immer gute Ideen. So, okay, perfekt. So, dann machen wir mal mit dem Früchtchen hier weiter. Achso, das sind alles Fertigprodukte hier. Okay, dann. Meine Güte, mache ich beim Sprechen genauso viele Rechtschreibfehler wie eben im Chat? Hallo, ja, wir haben gerätselt, wer da so viel weiter genaut hatte und nur rotes Zeug essen. Ich meine, gut, sag mal irgendeinen zufälligen Satz. Ich lebe. Oh ja, da waren mindestens drei Rechtschreibfehler drin. Okay, fuck ist es. Lass es. Habe ich direkt in der Aussprache gemerkt, den Satz hast du komplett falsch zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen. Was rede ich jetzt eigentlich gerade? So. Ich höre besser das Sprechen auf, sonst falle ich noch in ein Loch, weil die Finger nicht an der Maus sind. Ich denke mal, Eisen haben wir genug. Naja, was heißt genug? Also explizit an der Farm müssen wir war zwar nicht mehr, ist richtig, aber ich sag mal so, Eisen ist ja wirklich etwas, davon kann man in dem Sinne nie genug haben, weil kann man immer gebrauchen. Stimmt, bei der Gelegenheit gleich mal ein bisschen. Ich brauche die ersten Upgrades hier für die Fleet Warmer. Ein bisschen Werkzeug machen. So, siehst du, hätten wir gleich für etwas, wofür wir Eisen brauchen. Upgrades für die Dwarver. Ich weiß immer nicht, wie man das Wort ausspricht. Das ist immer so, alles klingt falsch. Wenn du das wie betonst, klingt es falsch. Wenn du das wie komplett weglässt, klingt es falsch. Englisch ist eine schwere Sprache. So, ich brauche Holz. Und Stöcker. Und dann brauche ich ein Schubfachverbesserungsvorlage. Eine Schubfachverbesserungsvorlage. Okay, klingt easy. Die roten Pilze? Wenn du aus der Höhle meinst, da hatte ich eins, zwei. Nee, einen habe ich. Einen roten Leuchtepilz. Brauchst du einen? Ich meine, irgendwo, wo wir sie dann reinlagern. Nee, das ist noch nichts da, weil eben, wir waren ja noch nicht in der Höhle, von daher. Also eine Pilzchest hatte ich mal angefangen oben im Lager. Da waren zwei von diesen üblichen Oberflächenpilzen drin, damit die jemand isst. Wer isst schon freiwillig Pilze? Wobei ich sagen muss, ich persönlich mag Pilze, aber nur so in gebratener Form. Also wenn du hier so Bauernpfanne machst oder sowas, da dann mit Pilzen, so mag ich das. Aber jetzt so Pilzsuppe oder sowas. Mal zurück zum Thema, ich grab jetzt seit bestimmt einer Viertelstunde an der Höhlenoberfläche um. So. Gott, ich brauche mal Dwarver. Ich baue erstmal hier, ich mache erstmal ein paar Dwarver, das geht ja hier gar nicht. Wovon haben wir am meisten Holz? Einmal leer. Einmal Sakura. 20.
Also entweder spinne ich oder uns geht dann langsam das Holz aus, dann sollte ich mal wieder ein paar Bäume schlachten hier. Mach schnell, bevor irgendwer den Wald besetzt. Klar, Ronny. Renn zu den Bäumen hin und guck erst dann, ob du eine Axt dabei hast. Das ist genau die Art von Professionalität, die alle von mir erwarten. Na, ob da noch einer die nächste Folge sehen will. Chat, Dragon. Ah, das, ich will das mit der Farm so machen, dass jeden Tag eine Frucht oder sowas angepflanzt wird und nichts anderes. Ah, Wechselfruchtsystem. Gut für den Boden, ja. Ja, doch. Kann man mal machen. Aber jetzt hat er ja schon wieder rote Beete gepflanzt. Muss aber nicht. Also wir werden Ananas oder Erdbeeren lieber. Schmeckt besser. Ich bin sowieso so Südfrucht-Fanatiker. Also alles, was so eher eben so Richtung Ananas, Erdbeeren. Ich liebe solche Sachen. Aber gut, andererseits, wer mag Ananas oder Erdbeeren nicht? Erdbeeren, Südfrucht, Entschuldigung? Okay, hast recht. Ich nehme alles zurück. Weißt du, was hier um Chiang Mai in Nordthailand, subtropische Zone, bis zu 45 Grad im Sommer, der Renner ist für Touristen? Kokos? Erdbeerfelder. Sag ich doch, Erdbeeren mag jeder. Wir haben Elefanten, wir haben Bananen, wir haben Ananas. Und dann sind an den Straßen, wo die Touris langfangen, also alle 100 Metern zwischen Kaffeeshops und Erdbeerfelder. Also von dem ursprünglichen, was ich so vor 12 Jahren mit dem Fahrradfahren gesehen habe, ist fast nichts mehr da. Ah ja, die Welt verändert sich. Die Höhle unter mir nicht. Dann glaube ich, spielen wir noch mal ein bisschen Eisen. Machen wir ein paar Eisenäxte, also 2 oder so. Und dann hau ich mal ein paar Bäume ab. Wird das Eisen geklaut? Sortiere das gerade alles mal in die Drawer. Ah! Ah, gefunden. Ja, wir haben ja wirklich schon eine ganz schöne Menge an Eisen. Ist ja tatsächlich schon beachtlich. Ist hier in der Mitte ja auch bald weg. Ja. Da hatte ich noch einmal umgedreht zum Schluss, weil die Kisten mit dem Oris und Eisen und den Blättern standen genau auf der anderen Seite von den Kohleöfen. Die habe ich dann rübergesetzt, weil man muss hier um den ganzen Haufen rumlaufen. No. Ja, vor allem das Schöne ist bei den Dwarven, wenn es wirklich irgendwann zu eng werden sollte, kann man ja, weil die Schilder, die kommen sowieso dann alle weg, brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und da kann man in dieser Reihe auch nochmal Dwarven hinsetzen, aber praktisch 2 Reihen. Das sollte dann als Lager. Kann man die dann erweitern auch, ne? Genau. Oder von vorne, wenn du von vorne es schaffst, auf den Rahmen rauf zu anzuvisieren. Dann kommst du auch an diese Einstellung ran. Ah. Ansonsten genau, halt von der Seite oder falls von hinten. Von hinten ist immer am besten, kennt man ja aus dem Alltag. Da kann man die besten Sachen machen. Ja, hatte ich auch. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich rede gerade von den Dwarven. Wovon redet ihr denn? Könnt ihr das mal erläutern? Ja, natürlich. Wovon denn sonst? Hütchen, es okay. Geht eher um die Zugangstechnik.
Also was die angeht, bin ich sehr zugänglich. Na gut, in dem Sinne, schau mit V. Bis gleich.